Oh, jetzt habe ich leider, ich habe keine Zeit, ich sehe da hinten, da ist der Thomas Erhorn. Da gehen wir sofort weiter. Thomas Erhorn. Thomas! Na, hallo? Ich baue meine Kamera auf und, ich sehe schon. Und du erzählst. Also wir laufen gerade rund um die Uhr. Ja, genau. Achim Nieder, auseinanderklappen. Toll, jetzt haben wir sogar noch einen Kameramann gefunden. Ich bin Technikbegabt. Ja, der Achim super. Nieder, der kommt jetzt eigentlich, glaube ich, hinten rum von der anderen Seite. Jawohl. Und ich schon. Dann rücken wir ein bisschen zur Seite. Achim, komm mal mit rein. Ja. Wir sind alle im Bild. Komm. Achim, wollen wir ihn in eine Zange nehmen? Natürlich. Ja. Mach das. Thomas, erstmal schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Du kommst heute aus Berlin hierher? Ja, ich bin direkt mit einer Stunde Verspätung zwar, aber direkt aus Berlin hergekommen, das stimmt. Hättest du fliegen müssen? Ja, eigentlich wäre es mir lieber gewesen, mit der Deutschen Bahn zu reisen, heißt eigentlich immer unsicher reisen, aber am Ende bin ich ja doch angekommen. Am Ende kommt man doch noch heil an mit der Deutschen Bahn. Ja, natürlich. So halbwegs dann, ne? Zwar nicht immer pünktlich, aber ankommen tut man zumindest. Sag mal, eine ganz wichtige Frage, jetzt wo du heute hier bist, hast du schon Alkohol getrunken? Ja, ich habe 2 Gläser Wein getrunken. Das ist nicht genug für ein Interview. Ach, das weiß ich nicht. Es kommt drauf an, wie die Fragen sind, die mir gestellt werden. Ja, das wirst du gleich sehen. Also es gibt natürlich viele Fragen, was die Zuschauer interessieren. Eine Frage kann der Achim, oder 2? Ja. Hast du mal, Achim hat ganz tolle Fragen, die wir schon mal hier Herrn Gottschalk, Kai Gottschalk gestellt haben. Wie wär's? Okay. Ja. Nein, das ist mein Mikrofon. Stell doch einfach mal eine Frage. Ja, ich würde mal sagen, Herr Erhorn, hatten Sie schon mal einen One-Night-Stand? Also das gehört jetzt zu den Fragen, die ich dann doch aus politischer oder sonst ja Korrektheit eher nicht beantworte an dieser Stelle. Das ist auch eine Antwort. Ich meine, ich kann nur sagen, auch ich war mal sehr jung, das ist lange her, aber mehr möchte ich dazu an dieser Stelle nicht sagen. Siehst du, ich habe doch gesagt, dass deine Fragen nicht so gut sind wie meine. Richtig. Haben Sie schon mal einen Autounfall verursacht? Das ist eine gute Frage. Also ich fahre, seit Anbeginn mehr oder weniger unfallfrei. Ich hatte mal einen kleinen Ditcher, wo ich mit dem bei großer Glätte mit meinem Reifen an einen Bordstein geknallt bin. Das hat meine Achse verbogen, die Vorderachse. Aber darüber hinaus muss ich sagen, das ist sehr langweilig. Klingt eher langweilig. Also nein. Ja. Also nein, ja. Haben Sie schon mal ein verbotenes Rauschmittel konsumiert? Sag mal, wie kommst du dazu, diesen Menschen Fragen stellen zu lassen? Ja, das Problem ist, ich dachte immer... Er wird dafür bezahlt. Nee, leider nicht. Naja, er hat sich eigentlich mehr oder weniger aufgezwungen, weil ich heute alleine hier bin. Wie du siehst, ich habe keinen Kameramann, aber beim letzten Mal ja auch mal nicht. Also ich sage jetzt mal ganz was Ehrliches. Ich bin eigentlich immer ehrlich. Ich war ja bei der Bundeswehr, so wie viele andere auch. Und ich erinnere mich an eine Situation, dass ein Bundeswehrkamerad mir angeboten hat, einmal an seinem, Joint zu ziehen. Mhm. Was ich dann auch getan habe, weil ich wissen wollte, wie es sich anfühlt. Da ich aber kein Raucher war und auch nicht daran gewöhnt war, das groß auf Lunge zu rauchen, war die Wirkung gleich null. Und ich habe dann gesagt, das ist ja ziemlich doof und habe seitdem natürlich auch nicht mehr gemacht. Ja. Das nenne ich mal Mut zur Wahrheit. Richtig. Ja, Mut zur Wahrheit zeichnet uns ja auch aber aus. Aber warte mal, Achim, wie ist es eigentlich mit dir? Hast du schon mal... Ja, ich habe auf Druck meiner Söhne mal einen Joint rauchen müssen. Ja, jetzt sind die Kinder mal wieder schuld. Nee, ist wirklich wahr. Ich habe mit 56, vor 2 Jahren, habe ich meinen ersten Joint geraucht. Na guck. Ersten und einzigen. Ja, ja. Und es war, wie bei Herrn Erhorn, die Wirkung war gleich null. Also wie mit Bier ohne Alkohol. Ja. Ne, sowas trinke ich auch nicht. Möchtest du... Eine ernste Frage für ihn stellen, weil wir wollen das nicht zu lang machen. Weil es könnte ja sonst der Eindruck entstehen, dass die Leute, die von der AfD-Fraktion nach Berlin geschickt wurden, nachher überhaupt nicht ernst zu nehmen sind. Diesen Eindruck sollten wir jetzt auch Ich glaube nicht, dass dieser Eindruck entsteht, denn der souveräne Umgang mit solchen frechen Fragen zeigt eigentlich die Qualität, die rhetorische Qualität und die Menschlichkeit unserer Abgeordneten. Genau, das wollen wir ein bisschen zeigen, dass wir eben nicht nur Politfunktionäre haben, sondern echte Menschen, die auch einen
Hintergrund haben, schon etwas Erlebtes und darauf zurückgreifen können. So, und jetzt nicht so wie diese, der von der CDU, wie alt ist der, 21? Ja. Ja. Der noch nie in seinem Leben gearbeitet hat, weiß, und ja, aber meint, er kann. Ja, 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 dieser Philipp the Kid. Ich weiß schon, wer so gemeint ist. Wir wollen keine Namen nennen am Tor. Nein. Ja. Okay. So, er darf jetzt eine seriöse Frage stellen. Okay. Eine seriöse Frage, und ich bitte um eine keine Politiker antworten, weil sonst muss ich eine ehrliche Debatte machen. Mhm. Also eine ganz ehrliche, knallharte, direkte... Eine Minute antworten darf. Eine Minute, okay. Welche direkten Initiativen liegen in dem Politbereich an, für den Sie in der Fraktion verantwortlich sind? Im Moment kümmern wir uns schon seit längerer Zeit um das betäubungslose Schächten. Wir haben sehr lange versucht zu recherchieren, was das betrifft. Das betäubungslose Schächten ist aus meiner Sicht etwas ganz Furchtbares, ist etwas unglaublich Unmenschliches, was in eine zivilisierte Gesellschaft auf gar keinen Fall hineingehört. Ich glaube im Übrigen auch, dass wir, was Tierschutz betrifft, noch sehr viel besser werden müssen. Denn auch bei uns gibt es sehr viele Dinge, die leider noch nicht ausreichend gut sind. Aber eins dürfen wir auf gar keinen Fall, wir dürfen nicht schlechter werden. Nein, und durch den, sagen wir mal, Islam, der im Moment unsere Gesellschaft nach eigenem Gusto verändert, werden wir schlechter. Und das betäubungslose Schächten, was auch in unserem Land stattfindet, ist ein Indiz dafür, und wir werden dieses betäubungslose Schächten mit allem, was wir haben, bekämpfen. Gut, ich denke mal, das ist natürlich nicht direkt die vordringlichste Aufgabe, nein, die wir vor uns haben, nein, aber natürlich, im Rahmen unserer Heimaterhaltung muss auch der Tierschutz einen Platz in unserer Partei haben. Also natürlich haben wir auch ganz viele andere Dinge schon bearbeitet, nur weil gerade gefragt war nach dem Aktuellen, womit wir uns befassen. Ich habe ja gerade gestern eine Rede gehalten zur Ehe für alle. Wir haben uns befasst sozusagen... Ich auch? Bitte? Ich auch, Ehe? Nein, also ich habe mich befasst und unser Team hat sich befasst mit der Ehe für alle. Aber natürlich haben wir auch im Bereich Kultur und Medien uns mit dem Deutsche Welle-Gesetz befasst, damit, dass die Rundfunkräte noch immer nicht verfassungskonform besetzt sind und solche und ähnliche Themen. Also es gibt natürlich eine große Vielzahl und Vielfalt der Dinge, um die man sich kümmert. Ich bin inzwischen nicht nur in zwei Ausschüssen tätig, so wie viele andere, sondern in vieren. Und da gibt es natürlich überall Themenfelder, die mich faszinieren und wo ich großen Handlungsbedarf sehe. Und aus diesem Grunde gebe ich dann natürlich... Nennen Sie doch mal die vier Ausschüsse. Ja, es ist einmal der Familienausschuss. Ja, da gibt es natürlich diese Soft-Themen, die aber die Gesellschaft in ganz besonderer Weise eben verändern, zum Beispiel der Gender-Bereich. Ja, dann habe ich mich wählen lassen in den Landwirtschaftsausschuss, obwohl ich natürlich gar kein Landwirt bin, wie man ja weiß, sondern Berufspilot, aber eben um mich gerade hier dem Tierschutz widmen zu können. Ja, dann ist es natürlich der Bereich Kultur und Medien. Ich habe ja immer schon gesagt, dass wir im Medienbereich einen ganz großen Nachholbedarf haben. Und das sind eigentlich meine Hauptfelder. Dafür sind wir ja da. Ja, im Medienbereich natürlich. Und dann bin ich auch noch im Verkehrsausschuss, aber da bin ich mehr oder weniger nur sporadisch, wenn es zum Beispiel um luftrechtliche Fragen geht. Mhm. Als früherer Pilot liegt das halt relativ nahe. Also das sind so immer aus jedem Ausschussbereich versuche ich mir ein bisschen die Rosinen herauszupicken, die mich besonders betreffen oder besonders umtreiben. Ende der Debatte. Dann sage ich mal als Schlusswort zum ehemaligen Berufspiloten: Flieger, grüß mir die Sonne. Jawohl, dankeschön. Jawohl, werde ich machen. Vielen Dank. Alles klar. So, und was machen wir jetzt? Wir zeigen uns jetzt gegenseitig unsere Arschgeweihe. Nein, ich habe kein Arschgeweih, um die Wahrheit zu sagen. Ich habe eins. Du hast eins? Ich habe ja heute Mittag von meinem Sohn die Worte mit zur Wahrheit. Also laufen wir noch oder mache ich aus? Nee, mach aus. Gut.